Ein neuer Stern am Himmel der Hordentöpfe. Hallo, hier ist der Ralf von Jodeland. Herzlich willkommen hier in unserer Jurte. Es geht um das Thema Hordentöpfe. Und zwar seit einigen Jahren ist leider so, dass die klassische Hordentöpfe, die schön ineinander nestbar und mit Pfannendecke aus Alu leicht zu tragen, vom Markt verschwunden sind. Da haben wir schon einiges dazu berichtet und auch nach Alternative gesucht. Aber es ist nach wie vor so, es gibt keine vernünftige Sets an Hordentöpfe auf dem Markt. Da traut sich auch keiner dran. Man kann über Alu denken, was man will, aber es existiert die Diskussion, dass Alugeschirr der Gesundheit nicht zuträglich sein könnte. Und deswegen will auch keiner dieser Hersteller tatsächlich auch in Alutöpfe investieren. Und auch der letzte, der zumindest mal die 12,5 Liter Version des klassischen Hortentopfes produziert hatte, der Hersteller, der hat sich, nachdem diese Töpfe abverkauft waren, auch davon verabschiedet, weil er sagt, die Nutzermenge ist zu klein, um eine größere, kostengünstige Produktion zu rechtfertigen. Und eben auch, wenn man das in drei Größen machen würde, das wäre wirtschaftlich für einen kleinen Hersteller ist nicht tragbar. Das ist die Erfahrung, die er da gemacht hat. Trotzdem sind wir immer wieder am Suchen, am Forschen, am Schauen, wo tut sich was auf dem Markt, wo ist ein Topf, der vielleicht unsere Bedürfnisse auch entgegenkommt. Und ich habe jetzt einen gefunden, der scheint relativ nett zu sein auf den ersten Blick. Es ist tatsächlich ein Hordentopf mit 10 Liter. Also ich sage jetzt mal, da kann man auch eine Horde drin bekochen. Alles andere mit 4 Liter, mit 6 Liter ist aus unserer Sicht mal für eine Soße geeignet, aber nicht um für eine Gruppe drin zu kochen. Mit 10 Liter sind wir schon mal gut dabei. Ihr seht auch gleich die Gimmicks. Dieser Topf hat Füße dran. Damit kann ich ihn gut ins Feuer stellen. Diese Füße kann ich auch relativ einfach abnehmen. Die sind hier an der Seite eingeklemmt. Das heißt, ich kann diesen Topf selbstverständlich auch ohne Füße benutzen. Und auch ziemlich einfach und stabil wird er angeklemmt. Das erste Manko, was dieser Topf hat, ist sein Gewicht. Ich habe hier 3 Kilo knapp, also 2,9 Kilo habe ich in der Hand. Da wiegt allein der Deckel wiegt ein halbes Kilo und die Füße beide zusammen wiegen auch nochmal 400 Gramm. Das heißt, der Topf selber kommt auf knapp etwas über 2 Kilo. Was er mit sich bringt, er ist sehr stabil, also von der Wandstärke. Man packt hier richtig was an, also es ist kein leichtes, dünnes Edelstahl, der Deckel noch am ehesten. Und ja, der kann im robusten Lageralltag sicherlich so sein Ding auch machen. Was ich schön finde dran, sind diese 2 Hänge. Da fragt man sich, warum braucht ein Topf eigentlich 2 Hänge? Aber damit, wenn ich ihn hier halte, dann sind die beiden Hänge außerhalb vom Schwerpunkt befestigt. Und dadurch kann dieser Topf, auch wenn er voll beladen ist, nicht so schnell kippe, wie es mancher Topf macht, der einfach nur eine Aufhängung in der Mitte hat und dessen Verriegelung, weil die alte waren immer so geklemmt, die vielleicht schon ausgeleiert war, dann war das immer eine sehr kipplige Sache mit dem Topf. Aber hier mit dieser asymmetrischen Anbringung außerhalb des Schwerpunkts habe ich eine stabile Lage des Topfes, wenn er über dem Feuer hängt. Klar, ich habe schon die Füße erwähnt, auch das gefällt mir sehr gut, dass ich den einfach übers Feuer stellen kann. Wenn er jetzt dann noch einen Pfannendeckel hätte, weil dieser Deckel ist zwar zum Abdecken ganz hilfreich und nützlich, aber für nichts anderes zu gebrauchen. Also hier müsste ein Pfannendeckel drauf, dann wäre das, abgesehen vom Gewicht, ein super Topf, um damit auch unterwegs zu sein.
es hat auch schon die erste Frage zu diesem Topf gegeben, weil der Hersteller gibt an, dass er für alle Herdarten geeignet ist, also alle Herdarten, sag ich mal, Lagerfeuer, Gas, Elektroplatte, Ceranfeld und Induktion. Für Induktion brauche ich in der Regel spezielle Töpfe, dass die dort funktionieren. Und da war die Frage, ja, wenn alle Herdarten, ist er denn auch für Induktion geeignet? Er hat jetzt nicht so diesen klassischen Haushaltstopfboden. Man merkt aber, dass der Boden relativ dick ist. Und dann habe ich das jetzt einfach ausprobiert bei uns auf dem heimischen Herd. Und in der Tat, das Wasser kocht, auch auf dem Induktionsherd. Das heißt, was der Hersteller verspricht, dass auf alle Herdarten funktioniert, das stimmt tatsächlich. Wir werden diesen Topf tatsächlich jetzt mal ins Sortiment aufnehmen. Dann habt ihr auch die Möglichkeit, den zu testen. Und ihr habt die Möglichkeit, tatsächlich mal einen Topf mit 10 Liter Volumen dann auch zu kaufen. Auch wenn er für eine Wanderung sicherlich sportlich zu tragen ist. Für den klassischen Lageralltag macht er sicher Sinn. Auf einer Wanderung würde ich zum Beispiel die Füße wahrscheinlich nicht einpacken. Vielleicht doch, ich weiß nicht, muss ich mir überlegen. Der Topfdeckel braucht es, damit Nudelwasser einfach schneller kocht. Und ja, also ich verlinke ihn euch unten in der Beschreibung. Ihr könnt gern euer Feedback dazu abgeben, was ihr von diesem Topf haltet und was ihr euch eigentlich für einen Hortetopf noch wünschen würdet. Ja, weil ich glaube, wenn man mal tatsächlich so das ein bisschen skizziert, was es braucht, vielleicht findet sich dann doch irgendjemand, der Mut genug ist und sagt, so, jetzt machen wir eine Serie davon. Auch wenn es kein Alu sein wird, wenn es Edelstahl sein wird, wenn es ein bisschen schwerer sein wird, vielleicht kriegt man so einen Topf dann doch mal wieder für den klassischen Pfade- und Lagerbedarf dann auch hin. Ja, lasst eure Meinung da. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss, euer Ralf von Jodeland.